Den Tagesordnungspunkt 15 und kommen in der Tagesordnung zurück zum Tagesordnungspunkt 10, Ergebnisse der Einwohnerversammlung. Wir beginnen hier in der Fraktionsrunde mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Hatzenhoff. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir Grüne begrüßen, dass sich der Stadtrat heute förmlich mit den Ergebnissen einer Einwohnerversammlung befasst. Wir wollen mehr davon und hoffen, dass wir noch oft die Gelegenheit haben, uns mit Bürgerstimme hier auseinanderzusetzen. Und wir begrüßen auch die Modifizierung der Verwaltungsvorlage durch den Ortsbeirat Neustadt vorgeschlagen und von AV auch uns heute hier zur Annahme empfohlen. Dabei wird vorgeschlagen, dass Pfandringe angebracht werden in der Neustadt an Papierkörben und auch Spätshop-Betreiber mit in die Verantwortung genommen werden, um die von den Bürgern angemahnte Verschmutzung durch Bierflaschen und Ähnliches zu begegnen. Wir halten diese Maßnahmen für viel effektiver, weil sie direkt am Problem ansetzen und nicht auf das Polizeirecht zurückgreifen, dieses entbehrlich machen, in Form einer Polizeiverordnung auf das Problem von Verschmutzung zu reagieren. Deswegen, das werden wir sicher dann noch mal hören, verstehe ich auch die Trauer nicht, dass das Alkoholverbot nicht mehr gilt, weil wir kennen die Stellungnahme der Stadtreinigung, die uns sozusagen schriftlich bestätigt hat, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Aufhebung der Alkoholverbot Verbotsverordnung des Verkaufs von Alkohol und gestiegener Scherbenaufkommen in der Neustadt. Wir wissen auch aus dem AV, dass der Prüfauftrag, den die Verwaltung vorschlägt, im Ergebnis der Einwohnerversammlung mit einer Polizeiverordnung ein Glasflaschenverbot oder ein Verkauf von Glasflaschen ab 22 Uhr einzuführen, rechtssicher per Polizeiverordnung nicht regelbar ist. Zumindest gibt es dort genauso Zweifel, dass man das juristisch machen kann, weil der ordnungspolitische Zweck dann ja wäre, dass man Plastiflaschen und Büchsen verkauft, also das ist umweltrechtlich sozusagen auch zweifelhaft. Und auch ist das eine Einschränkung der Händler, die zum Beispiel auch Wasserflaschen verkaufen oder auch, das war mein Beispiel, Babynahrung, würde dann auch der von betroffen sein. Kurzum, wir finden, wir haben eine gute Lösung mit dem Vorschlag des Ortsbeirates. Wir bitten heute um Zustimmung der AV-Vorlage und zum Schluss lassen Sie mich noch sagen, dass hinsichtlich des Punktes, den der Ortsbeirat auch noch mal setzte, eben die Haushaltsmittel für die Initiative bereitzustellen. Dort kann ich Ihnen versichern, dass wir in den Haushaltsverhandlungen darauf ein großes Augenmerk legen. Dass wir das sozusagen nicht übernommen haben, hatte reine systematische Gründe. Vielen Dank. Vielen Dank. Wünscht die SPD-Fraktion das Wort? Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist auch das Mikro an, sehr gut. Eigentlich glaube ich ja, dass das Thema, über das wir jetzt heute hier diskutieren, ein Neustädter-Thema ist, was die Neustädterinnen und Neustädter unter sich klären sollten, da wir leider die Ortschaftsverfassung zwar bisher schon beschlossen, aber noch nicht umgesetzt haben für die ganze Stadt, muss sich auch der komplette Dresdner Stadtrat mit diesem Thema beschäftigen, aber das werden wir ja zukünftig hoffentlich ändern. Nichtsdestotrotz möchte ich, auch wenn wir es dann eben hier als Thema haben, ein paar Worte dazu verlieren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das Problem unter anderem mit Scherben, aber auch mit sonstiger Verschmutzung im öffentlichen Raum ist in der Neustadt da. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren und das leugnet auch niemand. Es kann aber, glaube ich, auch niemand leugnen, dass das Problem nicht erkannt wurde. Wenn man sich anguckt, was das Ortsamt und insbesondere der Ortsamtsleiter Herr Barth dafür rührige Arbeit in diesem Thema macht, mit Sauberkeitskampagnen, mit Aufräumaktionen im Alaunpark, mit den Gesprächen mit Gewerbetreibenden, mit Spätshops, mit den Bürgerinnen und Bürgern und das seit Jahren, auch mit Unterstützung der Stadtverwaltung, dann kann man das Problem, glaube ich, wirklich als erkannt
benennen und mit dem Antrag, so wie er jetzt aus dem Ausschuss für allgemeine Verwaltung, ursprünglich aus dem Ortsbeirat Neustadt hervorgegangen ist, werden wir diesen Maßnahmenkatalog, um dieses Problem in der Neustadt zu bearbeiten und zu verbessern, weitere sinnvolle Maßnahmen hinzufügen. Unter anderem eben das Thema Pfandringe. Das ist in Dresden ja schon ein paar Mal diskutiert worden, leider bisher von der Stadtverwaltung immer blockiert worden, dass solche Pilotprojekte mal in der äußeren Neustadt eingeführt werden, obwohl sich auch da das Ortsamt schon länger darum bemüht, dass da endlich mal was passiert. Deswegen müssen wir oder sehen wir uns auch tatsächlich an dieser Stelle gezwungen, diese Forderung hier auch nochmal zum Beschluss zu bringen, damit sich dort auch tatsächlich endlich was bewegt. Aber es werden auch Gespräche explizit nochmal mit den Spätshops geführt, beziehungsweise hat das Ortsamt diese Gespräche zum Teil auch schon geführt, um eben diese Thematik auch Rücknahme von leeren Flaschen, insbesondere von Flaschen, die keinen Pfand haben und dementsprechend abends in der Neustadt im öffentlichen Raum auch nicht eingesammelt werden, dass die wieder zurückgenommen werden können, um diese Thematik auch nochmal zu besprechen. Und sobald meine Rückmeldung aus dem Ortsamt und vom Ortsamtsleiter jetzt ist, verlaufen diese Gespräche auch durchaus positiv. Insofern lassen Sie uns diesen Weg sinnvoll weitergehen, wie wir ihn in der Neustadt schon beschritten haben. Ich glaube, Verbote sind ganz grundsätzlich bei dieser Thematik keine Option. Das haben wir schon beim Alkoholverkaufsverbot gesehen, dass das de facto keine Wirkung gezeigt hat und sich nach der Abschaffung, wie damals schon von den rot-rot-grünen Fraktionen im Stadtrat behauptet, auch nicht die Hölle aufgetan hat, nachdem wir es jetzt abgeschafft haben. Ist ja auch heute in der Sächsischen Zeitung zu lesen vom Stadtsprecher, dass es da auch gerade mit Blick auf die Scherbenbelastung im Stadtteil keine signifikante Verschlimmerung seit Aufhebung der Verordnung gegeben hat. Ich glaube, wie gesagt, da bringen Verbote überhaupt keine Lösung, deswegen bringt auch ein Glasflaschenverbot, Verkaufsverbot in der Neustadt keine Lösung. Und deswegen lassen Sie uns lieber den Weg so gehen, wie wir ihn jetzt oder wie ihn der Verein auch der Ortsbeirat Neustadt vorgeschlagen hat. Und dann kommen wir der Lösung dieses Problems ein Stück näher. FDP-Fraktion, Wortgewünscht? Nicht der Fall. AfD-Fraktion? Auch nicht. CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist ein sehr ärgerliches. Das muss ich hier tatsächlich leider so einführen. Wir haben das Problem der etwas schwierigen Ordnung. Wir haben das Problem der Sauberkeit und der Sicherheit in der Neustadt. Herr Drews hat es gerade selbst zugegeben. Das Problem ist da, das waren seine Worte. Aber offenbar juckt sie das hier nicht, hier drüben von der linken Seite, von der rot-rot-grünen Stadtratskooperation. Sie haben also ohne Not dafür gesorgt, dass das Alkoholverkaufsverbot Freitagnacht und Samstagnacht in der Neustadt abgeschafft wurde. Wir hätten diese Verordnung im Stadtrat hier verlängern müssen und wir hätten es auch tun können. Im Sinne einer Lage in der Neustadt, die wir nicht noch verschärfen wollten, denn auch vorher war nicht alles eitel Sonnenschein. Nun kann man die Dinge sicherlich unterschiedlich betrachten. Wir waren damals dagegen, dass diese Verordnung abgeschafft wird und aufgrund der durchaus ernstzunehmenden Stimmen, die es da gegeben hat, haben Sie sich hinreißen lassen, diese Einwohnerversammlung zu machen. Vielleicht bereuen Sie das inzwischen sogar. Denn dadurch entstand für Sie das Erfordernis, die Ergebnisse dieser Einwohnerversammlung ein Stück weit ernst zu nehmen. Ich war am 24. Mai zu dieser Einwohnerversammlung und da sind also dann tatsächlich ernstzunehmende Argumente vorgebracht worden aus dem Kreise der Dresdner Bevölkerung, aus dem Kreise der Neustädter Bevölkerung, die dann Niederschlag gefunden haben, so wie es in der Gemeindeordnung vorgesehen ist, in der Beschlussvorlage der Verwaltung, die uns jetzt hier eigentlich zur Beschlussfassung vorgelegt worden wäre oder vorgelegen hätte, wenn es da nicht den Ortsbeirat Neustadt gäbe. Ja, ist es. Herr Drews, ich habe Sie, glaube ich, nicht gesehen bei der Einwohnerversammlung. Und diese Dinge, die dort geäußert wurden, wie gesagt, haben jetzt Niederschlag gefunden in der Verwaltungsvorlage. Ein wesentliches Problem war unter anderem die gefühlte Zunahme an Glasbruch, eben dann insbesondere in den Nächten in der Neustadt. Und deshalb wollte jetzt die Verwaltung mit der Vorlage unter anderem mit der Regelung des Glasflaschenverkaufsverbots ab 22 Uhr darauf reagieren.
Nun konnte man heute in der Presse auch lesen, ja, zerbricht denn die Glasflasche dann erst nach 22 Uhr oder vielleicht auch eine Stunde früher? Das ist natürlich ein Stück weit polemisch, aber es ist ja so. Wir wissen, dass sozusagen dann nach zunehmendem Alkoholkonsum sich die Leute ein Stück weit enthemmen und sich in der Dunkelheit so manches andere zuträgt. Wir haben ein Sicherheitsproblem in der Neustadt und durch die gelockerten Bestimmungen wird dem Vorschub geleistet. Dafür stehen Sie, das müssen Sie sich dann auch ein Stück weit an Ihre Wehr heften. Wir stehen als CDU für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit und wir wollen nicht zur Verschärfung des Problems beitragen. Deswegen haben wir die Verwaltungsvorlage auch unterstützt. Wir sind auch sehr schockiert darüber, was der Ortsbeirat Neustadt daraus gemacht hat. Und wir finden es wahnsinnig naiv, wie Sie an die ganze Thematik herangehen. Sie appellieren an die Vernunft der Leute. Man sieht es nach jedem Wochenende, wie es in der Neustadt aussieht. Das funktioniert nicht. Man sieht es an den Elbwiesen, jeden Abend im Sommer, wie es dort aussieht, wie sich Teile der Bevölkerung verhalten. Ich will hier tatsächlich nicht alle über den Kamm scheren. Aber der Appell an die Vernunft der Leute funktioniert eben leider doch nicht. Ich möchte, dass die Neustadt und die äußere Neustadt irgendwann mal aus diesem Ruf herauskommt, so ein verdreckter Stadtteil zu sein, insbesondere eben in den Nachtstunden. Ich möchte, dass die äußere Neustadt wieder als sicherer Stadtteil wahrgenommen wird, wie es vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Leider muss ich in den letzten Jahren eine Entwicklung konstatieren, die völlig gegenläufig ist. Das ging mit der Abschaffung dieser Kamera los. Sicherlich gab es nicht mehr die Ausschreitungen, aber aus unserer Sicht hat zum Beispiel die Kamera dazu beigetragen, dass es diese Ausschreitungen dann auch nicht mehr gab. Ja, das war die Polizei. Ich möchte hier den Antrag stellen, nicht über die Vorlage des AV-Ausschusses abzustimmen, sondern über die Originalvorlage. Vielen Dank. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, Herr Engemeyer. Ja, Herr Thiele, da haben Sie ja noch mal was Schönes erzählt. Viele betrachten die Neustadt, gerade auch in warmen Sommerabenden, als ihr Wohnzimmer. Wir haben wenige Stadtteile, wo so viele Leute abends auch noch das Nachtleben aktiv und gemeinsam genießen. Wenn Sie über deren Wohnzimmer als verdreckt schimpfen, ich will gar nicht wissen, wie es bei Ihnen aussieht. Vielleicht halten Sie sich da auch bei anderen aus dem Wohnzimmer raus. Und was die was das Alkoholabgabeverbot angeht, da haben wir ja, man hat das Gefühl, es ist ein halbes Jahr in der Vergangenheit, da war offen, was passiert, nachdem es aufgehoben wird. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Wir wissen, dass die Scherbenbelastung nicht größer geworden ist. Wir wissen, dass es nicht mehr Probleme gibt. Und Sie stellen sich hin, aber es könnte doch ganz große Probleme gegeben haben. Nee, hat es nicht. So, und jetzt gab es die Einwohnerversammlung, die wir tatsächlich beantragt haben, aus gutem Wissen, nämlich, weil man eben trotzdem ohne Alkoholabgabeverbot mal ja drüber reden kann, was macht man mit dem Scherben, anderen Problemen, die vielleicht tatsächlich auftreten. Denn wo Menschen zusammen leben und auch Abende verbringen, da gibt es eben auch mal Stress. So, da gab es eine Einwohnerversammlung. Und jetzt beginnt schon eigentlich das Kuriose an dem Vorgang. Einwohnerversammlungen sind glücklicherweise inzwischen öfter. Wir haben 2013 zum Beispiel, Einwohnerversammlungen zu B-Plänen sind häufig. Da war zum Beispiel Recknitz, Einwohnerversammlungen zur Stadtbahn, Einwohnerversammlungen zum Ausbau der Köni. Ganz üblich, weil in der Gemeindeordnung festgeschrieben ist, sind Vorschläge und Probleme daraus dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben. Macht die Verwaltung getreulich. Hier haben wir aber plötzlich mal was ganz Neues. Die Verwaltung gibt nicht nur Dinge zur Kenntnis, nein, sie macht auch einen ganz bestimmten Vorschlag. Einen ganz bestimmten Vorschlag, wohlgemerkt. Sie hat ja fein protokolliert, was alles vorgeschlagen wurde. Da sind insgesamt 5 Anregungen, aber einen greift sie heraus. Das Glasflaschenverbot. Ich weiß nicht, ob von Ihnen schon mal jemand in einem Spätshop war. Dort gibt es Getränke, ja, die sind in Glasflaschen. Zum Beispiel, ich trinke ja gerne Bananensaft. Und den wollen Sie jetzt ab 22 Uhr verbieten
zu verkaufen. Sehr schön. Und ja, auch die alkoholischen Getränke sind zum Großteil in Glasflaschen. Das heißt, wir haben gerade ein Alkoholabgabeverbot aufgehoben und ach, dann lassen wir uns doch mal prüfen, noch mehr zu verbieten. Vielleicht verbieten wir das demnächst auch einfach, dass überhaupt Getränke verkauft werden. Dann kann dort gar nichts mehr passieren. Also außer es trägt vielleicht jemand Getränke von außerhalb rein oder kauft nach der Prüfung etwas vor 22 Uhr. Und eben weil dieser Vorschlag eines Glasflaschenverbotes, egal was drin ist, ob da Milch drin ist, Bananensaft, Bier, Wein oder was auch immer, so absurd ist, hat es eben auch keinerlei Aussicht, eine rechtliche Grundlage zu finden. Diese Prüfung ist absolut aussichtslos. Und sie ist eben auch tatsächlich nur einer der Vorschläge auf der Einwohnerversammlung gewesen. Da gab es nämlich noch viel bessere Vorschläge, wie zum Beispiel doch etwas noch die Verkehrsbelastung in der Neustadt zu senken. Warum war das nicht als Prüfauftrag drin? Ich habe das Gefühl, dass sich hier schon jemand als Verbotsbürgermeister profilieren wollte und deswegen ganz gezielt diesen Vorschlag nochmal durchs Dorf tragen wollte. Ich weiß ja auch gar nicht, welcher Bürgermeister das war, ob der Oberbürgermeister oder der Ordnungsbürgermeister oder wer auch immer. Jedenfalls musste der Ortsbeirat hier etwas richtigstellen und das hat er gemacht. Er hat tatsächlich gute Vorschläge gemacht, die übrigens selbst von den CDU-Ortsbeiräten in der Neustadt, ja, da gibt es auch welche, nicht abgelehnt wurde. Und das heißt, nein, da gab es nicht große Aufschreie aus Seiten der CDU. Selbst im AV gab es keine großen Aufschreie der CDU. In keinem Ausschuss, wo diese vom Ortsbeirat eingebrachte Änderung diskutiert wurde, gab es auch nur eine Ablehnung des Antrages. Halten wir es doch genauso. Lehnen wir alle Verbote ab und tun wir wirklich was das für den Ortsteil tut, so dass es eben ein angenehmes, stressfreies und schönes Wohnzimmer ist. Und dann arbeiten wir vielleicht daran, dass sich auch in anderen Teilen der Stadt Menschen so wohl fühlen, dass sie in großer Zahl abends einfach die Stadt nutzen. Vielen Dank. Ich habe jetzt Herrn Drews und Herrn Lichti. Ja, dann gebe ich dem Herrn Thiele auch gleich noch ein paar mehr Punkte, an denen er sich abarbeiten kann, weil manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, Sie wohnen gar nicht gerne in der Neustadt und ich frage mich manchmal so ein bisschen, was Sie eigentlich in diesem Stadtteil noch hält. Vielleicht können Sie ja auf die Frage gleich noch mal eingehen. Ich möchte auch noch mal ein anderes Mitglied der Stadtverwaltung, nämlich den Ordnungsamtsleiter Herrn Lübs zitieren, der auch heute in der Sächsischen Zeitung gesagt hat, ein Verkaufsverbot ist kein Mitbringverbot. Und ich glaube, das fasst das Problem, was dieses Glasflaschenverkaufsverbot, so wie es ja in der Einwohnerversammlung, bei der ich anwesend war, vorgeschlagen wurde und ja von der Verwaltung in diese Vorlage geschrieben wurde, aber das fasst dieses Problem, glaube ich, tatsächlich gut zusammen. Weil dieses Problem, weswegen ein Glasflaschenverkaufsverbot genauso wirkungslos bleibt wie das Alkoholverkaufsverbot, was wir vorher hatten, ist, dass sich die Menschen vor 22 Uhr oder aus anderen Teilen der Stadt mit ihren Getränken versorgen und deswegen der Glasbruch weder mehr noch weniger wird, wenn wir hier ein Glasflaschenverkaufsverbot einführen. Und ich habe mal spaßeshalber, als ich diese Vorlage gelesen habe, bei der Stadtverwaltung angefragt, warum wir denn eigentlich nie ein Glasflaschenverkaufsverbot vor 22 Uhr machen. Weil, klar, die Leute können sich ja, wir können es ab 18 Uhr verbieten und dann wird sich wahrscheinlich keiner 18 Uhr schon den Kasten holen, um sich dann bis Mitternacht da ans Eck zu setzen. Da habe ich die Antwort von der Verwaltung gekriegt. Das wird als nicht machbar angesehen, weil bei, gegenüber den Discountern und gegenüber dem Konsum und ähnlichen Verkaufsstellen werden wir das nicht durchsetzen können. Das können wir quasi also nur bei den Spätshops durchsetzen und deswegen können wir es nur nach 22 Uhr machen. Das zeigt doch, wie absurd diese ganze Diskussion über ein Glasflaschenverkaufsverbot ist. Und das waren auch die Gründe, die uns dazu bewogen haben, andere Vorschläge, die auch auf dieser Einwohnerversammlung gekommen sind, aufzunehmen und die durch den Ortsbeirat Neustadt oder im Ortsbeirat Neustadt tatsächlich diese Vorlage, wie sie aus der Verwaltung gekommen ist, mit diesen Vorschlägen zu verändern. Und ich finde das völlig in Ordnung, dass Sie eine ordentliche und sichere Neustadt wollen, Herr Thiele. Ich persönlich möchte aber vor allen Dingen auch, dass wir eine lebendige Neustadt haben, in dem der öffentliche Raum zum Leben genutzt wird, so wie wir es jetzt bisher auch schon haben.
Nächster Redner ist Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Drews hat es schon zu Recht gesagt und ich hätte eigentlich gerne nichts gesagt, aber Herr Thiele fordert es ja immer wieder heraus. Herr Thiele, es ist wirklich allmählich langweilig. Sie bleiben in Ihren ideologischen Vorstellungen befangen. Ihre ideologischen Vorstellungen gehen so: Rot-Grün-Rot ignoriere das Problem, Rot-Grün-Rot sei irgendwie permissiv oder würde dort die Augen ver... oder wäre, würde sich noch daran freuen, wenn dort die Kriminalität steigen würde oder vor der Scheune die Glasscherben irgendwie. Ja, da kommen die Rufe, so ist es. Ja, schön, danke, dass es mal klar ist, das ist Ihre Meinung. Aber da sage ich Ihnen ganz entspannt, Sie sind einfach total hinter der Faktenlage, hinter der Diskussionslage und auch hinter den guten Ansätzen, die die Neustadt selbst schon lange entwickelt hat und auch lebt und erfolgreich lebt, hinter denen sind sie hinterher. Und es zeigt einfach, gut, jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihre Wahlergebnisse in der Neustadt nicht so gut sind, wie sie noch in anderen Stadtteilen Dresdens sind. Aber ich will auch, damit ich Ihnen, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal, Sie zu überzeugen, durchaus auch ein paar kritische Worte sagen. Kriminalität. Also uns ist auch bewusst und es wird auch an uns herangetragen, dass sich zunehmend viele Menschen, auch viele Frauen, nachts in der Neustadt unsicherer fühlen als früher. Das ist so. Herr Kaden, ich versuche jetzt wirklich... Okay. Der Faktenlage ist schlicht und ergreifend die, dass wir im März diesen Jahres, glaube ich, im Ortsbeirat noch den Leiter des Polizeireviers Neustadt dort hatten und ihn genau zur Kriminalitätsentwicklung sehr genau und sehr ausführlich von allen Fraktionen befragt haben. Die klare Auskunft war, die Polizei kann keine Erhöhung der Kriminalität feststellen. Es ist so, dass die Kriminalitätslage in der Stadtteil Neustadt im Vergleich zur Gesamtstadt Dresden um 3% erhöht ist. Da sage ich mal, das ist nachvollziehbar, bei uns gehen viele Menschen ein und aus und da geht es sicher bunter zu und auch etwas anders als in einem ruhigen Wohngebiet in Weixdorf. Fazit, das ist keine signifikant höhere oder beunruhigende Kriminalitätsbelastung. Jetzt habe ich heute zum ersten Mal in der Sächsischen Zeitung gelesen und das war wirklich das erste Mal und da können Sie sicher sein, wir fragen seit 2 Jahren dort sehr kritisch, sehr regelmäßig nach, stand zum ersten Mal drin, dass die Polizei eine Erhöhung festgestellt hätte. Da können Sie sicher sein, das wird uns Anlass sein, dem genauer nachzugehen und nachzufragen. Und da brauchen wir Ihre Ermahnungen eigentlich nicht. Sie können sicher sein, dass wir das machen. Ich sage Ihnen auch ganz offen, auch an mich ist herangetragen worden, ein Thema, was die CDU-Fraktion mal aufgeworfen hatte, die Frage der abendlichen Beleuchtung in der Neustadt. Also da ist durchaus auch gesagt worden, es wäre doch ganz gut, wenn dort manche Lampen auf manchen Strecken, also wo man dann abgeht Richtung Albertplatz, Straßenbahn und so, dass die vielleicht etwas länger beleuchtet sind als nicht. Sie können auch sicher sein, dass wir uns diesem Problem widmen werden und dann auch entsprechend einer Lösung zuführen werden. Und ja, natürlich, hätten wir schon längst machen können. Ja, klar, natürlich. Hören Sie mal zu. Wir analysieren die Lage, wir lassen uns von den zuständigen Behörden und Kundigen berichten, wir hören in die Neustadt rein und dann handeln wir. Wir handeln, aber wir handeln besonnen. Zu der Frage Kamera, also wirklich, wir haben es schon x-mal, ich habe es hier auch so x-mal vom Pult aus gesagt, Herr Thiele, sparen Sie sich das einfach mal, die Polizeidirektion Dresden hat diese Kamera abgebaut und ich kann Ihnen versichern, auch wenn ich es gerne oft anders hätte, ich kann leider nicht beim Polizeidirektor Dresden anrufen und sagen, bauen Sie bitte mal die Kamera ab, die stört mich. Wissen Sie, nehmen Sie es doch mal zur Kenntnis. Die für die öffentliche Sicherheit zuständige Fachorganisation, genannt Polizei Sachsen, ja, findet man auch auf Twitter in sozialen Netzwerken, Polizei Sachsen, hat gesagt, der Aufwand lohnt sich nicht, weil es kostet ein Schweinegeld, wir müssen mit den Beamten hinterhergucken, wir müssen das alles kontrollieren und wir setzen unsere Beamten lieber sinnvoller ein. Das sagt die Polizei und dann sage ich mal, da glaube ich Ihnen und dann lassen wir Ihnen noch Ihre Arbeit machen. Ein letztes, Sie haben sich darüber beschwert, dass der Ortsbeirat Neustadt das jetzt das Ergebnis der Bürgerversammlung völlig verändert hätte. Das ist nicht so. Ein wesentlicher Punkt der Bürgerversammlung, ich war anwesend, Herr
Herr Thiele, Herr Drees, glaube ich auch, ich glaube, waren alle anwesend, war, dass endlich dieser sogenannte Nachtmanager oder Stadtteilmanager oder Sozialarbeiter oder wie man ihn auch immer nennen will, dass der eingeführt wird, nämlich genau mit dem Ziel, abends in den Brennpunkten zu gucken, wo passiert Herr was, Lichti, um mit den Leuten bitte zu reden. Zu einem Ende kommen? Ich bin gleich zu, um mit den Leuten zu reden, um dort eben in einem sozialen Kontakt, und das ist eben unser anderer Ansatz, etwas zu bewegen. Und wir nehmen damit einen Beschluss des Ortsbeirats Neuss aus dem Jahr 2008 im Rahmen des Erneuerungskonzeptes auf, wo wir das damals schon gefordert haben. Herr Ortsamtsleiter Barth unterstützt es auch. Auch die Gewerbetreiber unterstützen diesen Ansatz. Wir führen ihn jetzt ein. Unter der Regierungszeit der CDU wurde diese Maßnahme blockiert. Also Sie können sicher sein, wir tun alles für die öffentliche Sicherheit, aber auch für die Freiheit und Liberalität der äußeren Neustadt. Vielen Dank. Als nächsten Redner habe ich Herrn Thiele. Ja, also tut mir leid, aber hier muss man jetzt doch noch mal ans Pult treten und verschiedene Sachen korrigieren. Herr Lichti, vielen Dank für Ihren Beitrag. Vieles von dem, was Sie gesagt haben, hätte ich gerade nicht besser ausdrücken können, und ich bin ein Stück weit ernüchtert, wenn Sie die Probleme hier so zugeben, wie Sie dann hier handeln. Denn das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aus meiner Sicht zumindest, und ich verstehe es nicht. Ich muss mal hier sagen, die Kamera ist nicht abgebaut worden, die wurde geklaut von alternativen Subjekten und sie wurde nicht wieder aufgebaut, weil die Polizei tatsächlich gemerkt hat, dass es keinen Sinn macht. Und was den Stadtteilmanager angeht, Herr Lichti, auch dort hat der Ortsbeirat Neustadt die Ergebnisse der Einwohnerversammlung eben einfach mal verändert und ist diesem Vorschlag nicht gefolgt. Auch das ist hier festzuhalten. Im Großen und Ganzen muss ich hier mal sagen, Sie, die sich immer für Bürgerbeteiligung aussprechen, treten hier genau die Ergebnisse, die aus so einer Bürgerbeteiligung hervorgegangen sind, mit Füßen, indem Sie die Verwaltungsvorlage hier massiv im Ortsbeirat Neustadt verändert haben. Akzeptieren Sie also nicht das Votum der Bürgerschaft und die Meinung der Bürgerschaft. Und das ist das Ergebnis dieses von vornherein wirklich völlig stümperhaft umgesetzten Vorhabens, hier das Verkaufsverbot entsprechend abzuschaffen. Das war damals schon übereilt, es war gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung, sie haben es trotzdem gemacht. Dann wurde die Einwohnerversammlung durchgeführt, auch diese Ergebnisse akzeptieren Sie nicht. Und mir sträuben sich hier inzwischen wirklich die Haare. Und Herr Drews, seien Sie mal ganz unbesorgt, ich lebe schon noch gerne in der Neustadt. Aber ich möchte diesen Stadtteil eben auch als einen empfinden, in dem man sich sicher fühlen kann. Herr Lichti hat selber gerade zugegeben, das ist nicht mehr so. Indem es ordentlich und sauber ist. Ich fahre jeden Morgen durch den Alauenpark und sehe dort die Herrscher der Stadtreinigung, wie sie den Dreck und den Mist aufräumen, den ihre Lieblingsbürger dort in der Nacht vorher hinterlassen haben. Und insofern funktioniert es eben nicht, an die Vernunft der Leute zu appellieren und zu denken, dann wird alles besser. Nein, hier müssen klare Regeln her, es müssen Verordnungen her, die von vornherein bestimmte Sachen ausschließen. Und Herr Lichti, es reicht nicht aus, im Nachgang zu reagieren, wenn die Probleme virulent geworden sind. Ja, wir hätten hier das von vornherein so belassen, wie es war, oder wir hätten jetzt hier dieser Verwaltungsvorlage zugestimmt und nicht diesen, sagen wir mal, Gutmenschentum und diese naive Herangehensweise mitgetragen. Ja, es tut mir leid, Frau Filiosiene. So wird es nichts werden, so werden die Probleme immer schlimmer und im Endeffekt reagieren Sie nur darauf. Wir hätten von vornherein etwas gemacht, wie zum Beispiel die Beleuchtung in den Stadtteilen. Das hätten Sie mittragen können, haben Sie nicht gemacht. Jetzt kommen Sie an und wollen darüber diskutieren, um irgendwas zu verbessern. Reagieren Sie, bevor die Probleme virulent werden. Das ist unsere Aufgabe hier und nicht nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Zugucker auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream. Mein erster Punkt ist, Herr Engemeyer hat es schon angesprochen, dort wo viele Menschen sind, dort fällt auch manchmal was runter. Komischerweise in der Neustadt sind das dann immer asoziale Subjekte oder ihre Klientel oder sowas. Wenn 1000 Leute im Alaunpark sind, bleibt da nur mal ein bisschen was liegen.
Wenn man dann 20.000 Euro im Jahr, das hat Herr Barth, Herr Ortsamtsleiter, mit durchgesetzt vor 3-4 Jahren, wenn man dann 20.000 Euro im Jahr in die Hand nimmt und den Park sauber machen lässt, dann und weiter Mülltonnen aufstellt und sozusagen auch große Tonnen aufstellt, dann tragen die meisten Leute ihren Müll dorthin, dann ist der Park auch sauber, dann gibt es dort kein Problem. Ich frage mich allerdings, warum wir immer in der Neustadt darüber reden. Wenn Stadtfest ist, dann sagt man, wow, wir haben 70 Tonnen Müll produziert, das war super, das hat richtig gerumst, wir haben hier richtig viele Steuern generiert. Ja? Oder wenn Fußball ist, geht da nachher nicht irgendjemand aufräumen und nehmen alle dann irgendwie ihre Sachen mit? Glaube ich nicht. Ja? Aber nur in der Neustadt wird immer so getan. So. Wir haben dort kein Problem. Der Ortsbeirat Neustadt hat offensichtlich kein Problem mit seinem Beschluss. Selbst die CDU hat sich enthalten oder mitgestimmt. Ja? Was wollen wir denn? Wollen wir die Neustadt austrocknen? Das ist wahrscheinlich das lange Ziel von einigen Leuten. Ja, Haus und Grund war auch da bei der Bürgerversammlung, hat gesagt, wir sollten die Straßen sperren, damit nur noch die Leute mit Autos da reinkommen, mit Pollern. Ja, dann sollte man die Kneipen schließen, dann sollte man die Spätshops schließen. Naja, warum? Weil natürlich 14 Euro Miete besser ist als 7 Euro. So, aber das möchte ich nicht. Die Leute in der Neustadt wollen das so haben, wie es jetzt da steht. Das werden wir den Ortsbeirat Neustadt respektieren, das werden wir machen. Und seien Sie doch froh, ja, dann ist nämlich sozusagen die Leute, die Sie nicht sehen wollen, sind dann alle in der Neustadt und es tauchen nicht überall in der Stadt Orte auf, wo dann im Endeffekt wir viel mehr aufräumen müssen. Und es ist viel teurer. Im Sinne der Effizienz, ja, wirtschaftlich gedacht, ist es doch super so, wie es jetzt ist. So. Zum Schluss noch zu einer persönlichen Sache, vielleicht sieht das ja irgendwann jemand im Stream. Es lohnt sich ein Stück weit, sich anzustrengen. Es lohnt sich auch, ich komme jetzt zu etwas anderen Sachen, allerdings ein Kernpunkt in diesem Antrag, die Pfandringe. Ja, ich erinnere mich noch in den Nullerjahren, wenn ich eine Flasche neben die Mülltonne gestellt habe, da schrie es hinterher, nimm die Mülltonne mit, nimm die Flasche mit. So, ja, dann habe ich mal irgendwann im Ortsbeirat, als ich damals Ortsbeirat war, gefragt, ob man Pfandringe machen könnte. Ja, ich wurde belächelt, fast rausgeschmissen. Dann allerdings so nach einem Jahr, mittlerweile hatte Fritz Kohler, Pfand gehört daneben, erfunden, hatte die Links in der Neustadt, hat eine schöne Kampagne gemacht dafür. Dann hat es auch die SPD interessiert, die Grünen auch, viele Leute haben es aufgenommen und schwupp, heute ist es halt in einem Antrag und jetzt haben wir Pfandringe, das ist nämlich ein Symbol für eine meiner politischen Leitlinien, nämlich Angebote statt Verbote. Gib den Leuten Mülleimer, gib den Leuten Pfandringe, gib den Menschen Orte, wo sie ihre Glasflaschen reinstellen können, ja, dann haben wir kein Problem. So, würden wir vielleicht auf Bundesebene noch Pfand auf Weinflaschen nehmen, dann werden die nämlich auch noch eingesammelt. Ja, man kann nämlich gar nicht so schnell gucken, wie schnell eine Flasche weg ist, wenn man sie irgendwo hinstellt. Also, von daher, ich glaube, jetzt können wir aufhören zu reden. 17 Sekunden habe ich noch. Dann stimmen wir ab. Und genau. Vielen Dank. So, wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein. Ich habe hier zunächst den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Thiele. Nicht den Ausschussbericht, sondern die ursprüngliche Vorlage abzustimmen. Nach diesem Geschäftsordnungsabstimmungsvorgang werden wir dann die Sachabstimmung machen. Ich bitte noch um eine kurze Überlegung zu dem Punkt 2a aus dem Ausschussbericht, wenn wir ihn abstimmen, weil hier ist noch ein Termin drin, 30. September 2016 für die Vorlage eines Konzeptes. Und ich finde es immer sehr ungünstig, wenn wir als Verwaltung Termine nicht einhalten. Der ist aber offenkundig nicht einhaltbar. Also wenn wir gleich so weit sind, hätte ich dazu gerne noch einen Änderungsantrag. Aber zunächst der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Thiele. Wer dafür ist, Geschäftsordnung, dass wir die ursprüngliche Vorlage abstimmen anstelle des Ausschussberichtes, den bitte ich um das Handzeichen. Wieder um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Geschäftsordnungsantrag ist bei 29 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum Ausschussbericht und Herr Lichti.
Ich stelle den Antrag, den Termin auf den 28.02.2017 zu verändern. Gut. Dann stimme ich zunächst dem Änderungsantrag zum Punkt 2a zur Abstimmung und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem folgen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 36 Ja-Stimmen, 9 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen so bestätigt. Und ich bitte Sie dann um das Handzeichen, wenn Sie der so geänderten Vorlage in Form des Ausschussberichtes Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist so dann bei 36 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und einer Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.